um gegen steigende Mieten, gegen den kapitalistischen Wohnungsmarkt zu protestieren. Der kotzt uns an, der schadet uns nur, der bringt uns überhaupt nichts. Beispiel, die 2003 privatisierte Wohnungsbaugesellschaft GSW. Damals wurden an die 70.000 Wohnungen privatisiert. Und letztes Jahr, 2009, wurden an die Anteilseigner, das sind die Banken Goldman Sachs und Cerberus, ein Investmentfonds, 400 Millionen Euro ausgeschüttet. Ich bin selber Mieter von einer GSW-Wohnung und mich pisst das derbe an, dass die Kohle, die wir zahlen, ausgeschüttet wird an irgendwelche Investoren. Das bringt uns überhaupt nichts. Die Wohnung ist nach wie vor im scheiß Zustand. Die Miete steigt um 10% letztes Jahr. Und uns bringt das überhaupt nichts. Trotzdem macht die Politik immer weiter. Sie behauptet immer wieder, der Kapitalismus sei das Heilsversprechen und das sei die Art und Weise, wie Wohnen und überhaupt die ganze Gesellschaft zu organisieren sei. Und das ist absoluter Bullshit. Das ist Dreck, der nervt, den wollen wir weghaben. Wir wollen eine Stadt für alle, wir wollen eine Gesellschaft für alle. Ja, und Polizisten, hört gut zu, lest vielleicht mal ein Buch. Ihr nervt nämlich auch. Ihr seid immer wieder da, um das durchzusetzen, was wir scheiße finden, um antisoziale, antidemokratische Politik durchzusetzen. Ihr räumt besetzte Häuser, ihr stört unsere Aktionen, seid immer wieder da, wo wir eine soziale Frage stellen. Ihr seid einfach der verlängerte Arm von profithungrigen Investorinnen und Investoren, der Politiker, die gerne wiedergewählt werden wollen und das auch nächstes Jahr, sich auch nächstes Jahr wieder wählen lassen werden. Und sonst seid ihr nichts. Statt um sachliche Argumente geht es unseren Politikern nur noch darum, ihr Gesicht zu wahren. Es wird getrickst und es werden faule Kompromisse geschmiedet. Wir müssen die Augen weg. Also weder Bauernhof noch Polizei, ich da nicht. Wir sind hier in der Stadt. Von unserer Straße ist unser Fluss. Wir haben jetzt schon eine Dankeschön an Tobias Kunze für diesen schönen Redebeitrag. Da war da alles leer, teilweise noch nicht ganz fertig gebaut und da saß ein Papa mit seinen zwei Kindern. Wir wissen nicht, ob heute mehr da sind, aber wenn hier heute mehr Gäste sind, dann sei denen gesagt, sie sind hier nicht gerne gesehen. Wir wollen dieses Hotel nicht, wir wollen es nur bankrott. Wir wollen da einziehen, wir wollen, dass das unseres wird. Aber wir wollen nicht, dass hier fette Profite gemacht werden. Wir haben keine Lust auf darauf, dass der ganze Kiez, dass unsere Stadt touristisch vermarktet wird. Dass die Leute, die hier wohnen, sich das alles nicht mehr leisten können. Deswegen sind wir heute hier. Und deswegen ist die Polizei auch heute hier. Weil die nämlich immer wieder zeigen muss, auf welcher Seite sie steht, beziehungsweise auf welcher Seite die stehen, die denen die Befehle geben, weil alleine handeln können wir sowieso nicht. Egal, wir sind gegen steigende Mieten, wir werden wiederkommen und jetzt gibt es gleich noch Essen, ein kleines Konzert und heiße Getränke, Glühwein und auch alkoholfreies. Wohnung! Wohnung! Nur Gott, das ist die Beste!